Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder reinhörst und ähm, ich behaupte das ja jede Woche, aber dieses Mal habe ich dir ein echtes Schmankerl mitgebracht. Und zwar besteht dieses Schmankerl nicht nur aus einer Podcast-Episode, sondern tatsächlich aus zwei Podcast-Episoden. Ich habe dir nämlich das Thema... Online-Marketing-Strategie, die ultimative Anleitung mitgebracht. Und weil das so eine ultimative Anleitung ist und wir dafür auch ein bisschen mehr Zeit brauchen, ähm, habe ich mir vorgenommen, das Ganze auf zwei Podcast-Episoden aufzuteilen. Und heute in dieser ersten Episode möchte ich dich so ein bisschen in das Thema Online-Marketing-Strategie einführen. Also warum braucht man eine gut durchdachte Strategie? Was ist der Unterschied zur digitalen Marketingstrategie? Was sind die Grundlagen des Online-Marketings überhaupt? Und ähm, ja, was ist die Bedeutung einer Online-Marketingstrategie? Also nochmal, warum ist die Strategie für den Online-Erfolg entscheidend? Und was sind eben auch die Vorteile einer gut geplanten Strategie? Und in der nächsten Episode zu diesem Thema, die dann in zwei Wochen erscheint, da schauen wir uns wirklich Schritt für Schritt an, wie du deine eigene Online-Marketing-Strategie entwickeln kannst. Also, heute in dieser, in diesem ersten Teil ähm, des Themas Online-Marketing-Strategie die Einführung und damit starten wir gleich nach dem Einspieler. Bis gleich. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringst, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Episode. Da war die Einleitung schon... Ganz schön lang, aber mir war es wichtig, dir einmal zu erklären, worum es denn heute geht und dass du dich auch nicht wunderst, dass wir da so vielleicht mitten im Thema irgendwie aufhören. Ich versuche da schon auch heute eine runde Sache draus zu machen, aber ich wollte dich auch gleichermaßen darauf vorbereiten, dass es auf jeden Fall in zwei Wochen noch einen zweiten Teil geben wird. Ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle: Wenn dir die Podcast-Episode gefällt und du denkst dir, wow, da möchte ich nächste Woche den Quick-Tip hören und in zwei Wochen dann auch den zweiten Teil der Online-Marketing-Strategie mir anhören, ja dann abonniere doch einfach den Podcast über die von dir gewünschte Plattform. Das kann Spotify sein, Apple Podcast, ähm, Google Podcast oder irgendeine Podcast-App deiner Wahl. Und lass dich informieren, sobald die neue Episode rauskommt. Bei Spotify geht das ganz einfach über die Glocke und da bekommst du dann einen kleinen blauen Punkt angezeigt, wenn die nächste Podcast-Episode online gegangen ist. So, aber jetzt steigen wir tatsächlich ins Thema ein und wie versprochen möchte ich dir erstmal so eine kleine Einführung in das Thema geben, denn eine Online-Marketing-Strategie, das wissen wir alle, ist irgendwie was, was wir uns so als Selbstständige oder Unternehmerin auf jeden Fall für unser Business wünschen. Denn was wir natürlich wollen, ist, dass wir geplant, zuverlässig, strategisch, zielsicher in unserem Business und auch für das Marketing agieren und nicht vielleicht wie wild auf allen möglichen Plattformen aktiv sind sondern, dass wir wirklich, ja, wissen, was wir tun und somit natürlich auch, und das ist einer der absoluten Vorteile der Online-Marketing-Strategie, ganz, ganz viel potenzielle Zeit sparen können, indem wir einfach professionell und effektiv und effizient unser Marketing betreiben. Und warum diese Online-Marketing-Strategie sinnvoll ist, einen Punkt habe ich dir schon genannt, und wie du dir dann deine eigene sinnvolle, umsetzbare Online-Marketing-Strategie erstellen kannst, das besprechen wir eben in diesen beiden Podcast-Episoden. Aber wie gesagt, zunächst möchte ich dir eine kleine Einführung in das Thema Online-Marketing-Strategie geben und dir ein bisschen erzählen, was das genau ist und was das auch aus meinem Empfinden her umfasst. Per Definition ist es so, dass ähm, die Online-Marketing-Strategie ein strategischer und damit zielgerichteter Ansatz ist, um die Online-Präsenz zu optimieren und die Marketingziele zu erreichen. Ja, klingt jetzt irgendwie nicht so mega sexy und ähm, ist auch ziemlich ungenau. Und deswegen möchte ich das ein bisschen genauer aufdröseln. Also, die Online-Marketing-Strategie umfasst eine ganze Menge Aktivitäten und Taktiken, die grundsätzlich darauf abzielen, zum einen potenzielle Kunden anzusprechen, dann den Traffic auf den aus meiner persönlichen Sicht wichtigsten Kanal, nämlich die Website zu lenken. Das ist auch so ein bisschen das Thema Kundenreise. Gibt es auch schon einen Podcast dazu? Eine Podcast-Episode verlinke ich dir in den Show Notes dann die Markenbekanntheit zu erhöhen, klar die eigene Brand zu stärken und damit eben auch letztendlich den Umsatz zu steigern, weil, und das sage ich ja immer wieder, Umsatzsteigerung oder Umsatz generieren ist das A und O, sonst ist das hier ein Hobby. Und ich denke, wir alle betrachten uns nicht als Hobby-Selbstständige. Wenn ich die Online-Marketing-Strategie genauer erklären wollte, dann würde ich das Marketing oder das Modell des Marketing Mix mit dem 4P heranziehen. Da gibt's auch schon einen Blogartikel und eine Podcast-Episode von mir dazu. Ähm, die heißt Dein optimaler Marketing Mix. Das solltest du beachten. Verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und bei diesen 4P, um das ganz kurz zu erläutern, handelt es sich um die Punkte Product, Price, Placement und Promotion. Also in aller Kürze bedeutet das übersetzt, dass zu einem Produkt ein bestimmter Preis von dir festgelegt wird. Du entscheidest dich für einen Verkaufskanal oder einen Distributionskanal, das ist das sogenannte Placement. Und du machst Werbung für dieses Produkt auf digitalen Kanälen. Und dieses, diese Kenntnis des Marketingmixes, so einfach das jetzt auch klingt, ist natürlich super, super wichtig um auch deine Online-Marketing-Strategie entwickeln zu können, weil du musst natürlich oder du solltest wissen, welches Produkt du zu welchem Preis auf welchem oder über welchem Verkaufskanal mit welcher Werbung anpreisen möchtest. Und eine gut durchdachte Online-Strategie oder Online-Marketing-Strategie ist eben etwas, was dich genau dorthin führen soll. Also es soll dir Online-Erfolg. Und mehr Umsatz bringen. Und vor allem, und das habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ganz wichtiger Punkt, soll diese Online-Marketing-Strategie auch dafür sorgen, ja, dass du weniger Zeit verbummelst und sinnvollere Marketing-Aktivitäten vornimmst. Denn sie schützt dich oder sie soll sich oder sie soll dich davor schützen, nicht einfach irgendetwas zu machen in der Hoffnung, dass du dadurch Kunden findest oder deine Dienstleistungen und Produkte verkaufst, sondern sie soll dich dabei leiten, wie das strategisch passieren kann. Und das klingt nicht nur sinnvoll, sondern das ist es auch. Jetzt hört man ganz, ganz oft von dieser sogenannten digitalen Marketingstrategie. Und ganz oft werden diese beiden Begriffe, also Online-Marketingstrategie und digitale Marketingstrategie, synonym verwendet. Und das ist nicht ganz richtig. Denn ähm, die, da möchte ich dir jetzt kurz die die äh, Unterschiede erläutern. Die Online-Marketing-Strategie konzentriert sich speziell auf die Vermarktung und Promotion von Produkten oder Dienstleistungen oder Marken im Internet. Das heißt, sie umfasst alle Marketingaktivitäten, die über die digitalen Kanäle, die es gibt, also Websites, Suchmaschinen, E-Mail-Marketing. Social Media oder Online Werbung durchgeführt werden. Und diese Online Marketing Strategie zielt darauf ab, die Online Präsenz und damit auch die Sichtbarkeit zu verbessern, Traffic zu generieren, also die Leute auf die Website zu holen, Leads zu generieren, also die Leute in die Newsletter Liste zu holen und die Conversion zu steigern, also mehr Verkäufe zu erzielen. So weit, so gut. Die digitale Marketingstrategie hingegen bezieht sich auf eine umfassendere Herangehensweise an das Marketing, bei der digitale Kanäle, Technologien und Medien eben als Bestandteil der gesamten Marketingstrategie betrachtet werden. Das heißt, diese digitale Marketingstrategie umfasst neben den Online-Marketingmaßnahmen auch Offline-Marketingmaßnahmen. Und dazu gehört dann aber auch, dass man mobile Apps benutzt, digitale Außenwerbung, digitale ähm, PR, also Pressearbeit, Influencer-Marketing, ähm, andere Technologien und Tools. Das heißt, die digitale Marketingstrategie zielt darauf ab, eine, wie soll man sagen, nahtlose. Kundenerfahrung über verschiedene Kanäle hinweg zu schaffen und damit eben die Kundenbindung sowie die Markenbekanntheit zu verbessern. Das ist jetzt alles so ein bisschen ähm, schwierig zu greifen, aber vielleicht kann man sich das so merken, dass man sagt, der Unterschied zwischen Online-Marketing-Strategie und digitaler Marketing-Strategie besteht darin, dass die Online-Marketing-Strategie sich eben auf spezifische Online-Kanäle und -maßnahmen konzentriert, während die digitale Marketing-Strategie eben den breiteren Ansatz verfolgt und sowohl Online- als auch Offline-Aspekte berücksichtigt, um eben eine ganzheitliche Kundenerfahrung zu schaffen. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass für jeden die Online-Marketing-Strategie richtig ist oder man unbedingt eine digitale Marketing-Strategie verfolgen muss, sondern das hängt ganz individuell von Zielen, von der Zielgruppe, von den natürlich auch von den verfügbaren Ressourcen ab. So, und bei uns geht es aber ja hier in diesem Podcast. Um Online-Marketing und wir interessieren uns hauptsächlich für Online-Kanäle und Online-Marketing-Maßnahmen und deswegen beschäftigen wir uns auch in dieser Episode eben mit der Online-Marketing-Strategie und nicht mit der digitalen Marketing-Strategie. So, das war jetzt eher so ein bisschen ein schwieriges Thema, ähm, aber jetzt gucken wir uns mal die Grundlagen des Online-Marketings an. Das heißt, wir gehen ein Stück zurück aus der Strategie heraus und schauen uns mal an, was ist denn Online Marketing überhaupt und welche Online Marketing Kanäle und Instrumente gibt es und was sind die Unterschiede zum traditionellen Marketing? Das ist ja auch noch mal ganz interessant zu betrachten. Also, per Definition ist Online Marketing die Strategie zur Förderung von Produkten, Dienstleistungen und Marken über das Internet. Das heißt, wenn du deine Produkte online verkaufen möchtest, dann kommst du um das Online-Marketing nicht herum. Denn das Online-Marketing beschert dir die Sichtbarkeit und die brauchst du eben, damit Menschen auf dich und deine Dienstleistungen aufmerksam werden können und auch schlussendlich etwas von dir kaufen. Und das, das Online-Marketing selber nutzt dabei eben digitale Kanäle, um ganz gezielt Zielgruppen anzusprechen zu diesem Thema Zielgruppen kommen wir später auch noch mal, die Markenbekanntheit zu steigern, eben Kunden zu gewinnen und auch den Umsatz zu steigern. Und jetzt möchte ich dir mal ganz kurz die ja, wichtigsten Kanäle und Instrumente im Online-Marketing umfassen und dich auch gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass du das alles in dem zugehörigen Blogartikel ja nachlesen kannst dem verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes so dass du dir jetzt nicht unbedingt ja ähm, irgendwelche Notizen machen musst sondern du kannst es dann auch hinterher noch mal im Blogartikel überfliegen ja wichtigster Kanal oder der der aus meiner Sicht mit der wichtigste Kanal ist das Suchmaschinenmarketing und dieses Suchmaschinenmarketing besteht grundsätzlich aus zwei verschiedenen ja, Punkten und ist der Überbegriff und umfasst sowohl die Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine Optimization, das ist das SEO, von dem immer alle sprechen, als auch die Suchmaschinenwerbung, also Search Engine Advertising, SEA, das ist quasi die Verkaufswerbung. Das heißt, die Suchmaschinenoptimierung ist grundsätzlich ja der Prozess, mit dem du deine Website verbesserst, um organischen traffic zu generieren. Das heißt, du möchtest die Platzierung deines Contents ähm, auf der organischen Seite verbessern und nicht unbedingt auf der bezahlten Seite. Das heißt, du versuchst, den Traffic auf die Website zu steigern, indem du ja bessere Suchbegriffe oder Keywords nutzt indem du deine Website-Struktur verbesserst, indem du tolle, wertvolle, mehrwertige Inhalte bereitstellst und ganz, ganz wichtiger Punkt, indem du auch Backlinks sammelst. Kurzer Einschub, Backlinks, das sind Links von anderen Webseiten auf deine Inhalte. Und natürlich verlinkt jemand anderes nur auf deine Inhalte, A, wenn du guten Content zu bieten hast, also relevanten Content. Und wenn er, ja, quasi dich und dein Business oder deine Marke für verlinkenswürdig hält, um das jetzt mal so auszudrücken. Und Backlinks sind eben ein total gutes Zeichen für Google, denn wenn eine andere Seite auf dich verlinkt, dann ist es ein sehr wertvolles Zeichen und, ähm, ja, hebt quasi den, den Wert deiner Website an. Achtung an dieser Stelle. Die meisten Suchmaschinen, also, oder, ich müsste es anders ausdrücken. Wikipedia, ähm, Spotify, diese ganzen ähm, Fremdplattformen nutzen normalerweise bei der Verlinkung No-Follow-Links. Das heißt, Google registriert diese Links nicht, beziehungsweise wertet sie nicht für dein Ranking. Das bedeutet auch, du solltest unbedingt darauf hinarbeiten, dass du möglichst viele Do-Follow-Links hast, das heißt wertvolle Links von anderen Webseiten auf deine Website, die von Google registriert werden. Kleines Beispiel, wenn du ähm, einen Gastbeitrag oder einen Gastartikel schreibst und du hast die Möglichkeit, aus diesem Gastbeitrag heraus auf deine eigene Website zu verlinken, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass das ein Do-Follow-Link ist. Denn nur die sind eben wertvoll und werden von Google gezählt oder registriert. No-Follow-Links sind quasi unwichtig oder nicht relevant. Okay, kleiner Einschub zu Ende. Ähm, dann gibt es ja auf der anderen Seite noch die Suchmaschinenwerbung und das sind eben die bezahlten Anzeigen. Das kennst du, die werden in den Suchmaschinenergebnissen, ähm, wenn du bei Google irgendwas suchst, werden die ganz, ganz oben angezeigt und da steht dann eben drunter Anzeige oder Gesponsert oder genau. Das heißt, du findest die Anzeigenergebnisse immer oberhalb oder neben den organischen Ergebnissen. Und die Platzierung und Relevanz der Anzeige, Anzeigen werden normalerweise durch eine sogenannte Auktionsmethode bestimmt. Das heißt, die Werbetreibenden bieten, um ihre Anzeigen für bestimmte Keywords anzuzeigen. Und beide Methoden aber, also sowohl SEO als auch SEA, zielen grundsätzlich darauf ab, eben den Traffic, die Besucherzahl auf deiner Website zu erhöhen. Und ähm, da ist es vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, das eine mit dem anderen zu kombinieren. Ich nutze derweil noch keine Suchmaschinenwerbung, aber ja, sag niemals nie. Wer weiß. Genau, der nächste Punkt ist das Content Marketing. Und Content Marketing ist. Mega, mega wichtig. Wer mir ein bisschen folgt, der weiß ja, dass ich ähm, ein großer Fan von Content bin, von gutem, hochwertigen Content, gerade Langform-Content. Und Content-Marketing ist eben auch ein wesentlicher Bestandteil des Online-Marketings. Und dieses Content-Marketing zielt grundsätzlich darauf ab, wertvolle, relevante und vor allen Dingen nachhaltige Inhalte zu erstellen, um dadurch die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen. Und das bedeutet auch, dass man seine Zielgruppe informieren möchte, dass man sie unterhalten möchte und dass man ja eine Beziehung zu der Zielgruppe aufbauen möchte. Und das kann man eben durch Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung von Blogartikeln, Videos oder Podcast-Episoden machen. Und fürs Content-Marketing ist es eben Super, super wichtig, dass du deine Zielgruppe beziehungsweise den Kundenavatar kennst, damit du auch wirklich, ja, Mehrwert für deinen Wunschkunden, für deine Zielgruppe erstellen kannst. Und wenn du nämlich nicht weißt, was deine Zielgruppe braucht, oder welche Struggle sie hat, welche Themen sie beschäftigt, ähm, womit sie sich auseinandersetzt, dann kannst du natürlich schlecht nützlichen und vor allen Dingen relevanten Inhalt bereitstellen. Und das ist eben das Grundziel des Content Marketings. Das heißt, wenn ich hier diese Podcast-Episode zum Thema Online-Marketing-Strategie erstelle, dann weil ich weiß dass die Selbstständigen und Unternehmerinnen da draußen mit diesem Thema strugglen, dass ihnen eben die Strategie fehlt, dass ihnen bestimmtes Backgroundwissen dazu fehlt dass sie so ein bisschen im, in den Aktionismus verfallen sind, weil sie irgendwie versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, sichtbar zu werden, Kunden zu gewinnen. Und ich will mit dieser Podcast-Episode oder mit diesen zwei Podcast-Episoden in diesem Falle darauf aufmerksam machen oder dabei helfen, da eine Strategie reinzubringen in das Online-Marketing. Und wenn das so ist, ja, und wenn ich das gut mache, dann kann ich mich als Expertin positionieren und du möchtest vielleicht mehr über mich wissen oder auch über das, wie ich dir sonst noch weiterhelfen könnte. Und dann wäre mein Ziel fürs Content Marketing eben erreicht. Ja, dass ich auf mich und mein Thema, auf meine Expertise aufmerksam mache und dass du das als relevant für dich empfindest und eben in meiner Sphäre bleibst und zum Beispiel in meinen Newsletter kommst, verlinke ich dir auch in den Show Notes, dass du dich anmelden kannst ähm, oder mir auch zum Beispiel auf LinkedIn folgst etc. pp. Ja, also Content Marketing ist auch genauso Mittel zum Zweck. Ähm, ja, ein weiterer wichtiger Online-Marketing-Kanal ist das E-Mail-Marketing. Und das ist auch eine mega effektive Methode, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und ja, um das für das eigene Marketing gesetzte Ziel zu erreichen. Denn das E-Mail-Marketing bietet ja zum Beispiel über den Newsletter ähm, die direkte und persönliche Kommunikation mit den Menschen. Die Menschen, die sich in deinen Newsletter eingetragen haben, die sind dir ja schon total, wie soll man sagen, zugeneigt, ja? Oder die sind schon an dir interessiert. Die haben sich vielleicht schon ein Freebie bei dir geholt. Die haben sich in deinen Newsletter eingetragen. Die sind auf dich aufmerksam geworden. Und da ist es eben mega, mega wichtig, dass man E-Mail-Marketing betreibt und dass man die Menschen, ja, ähm, mit Mehrwert versorgt in jeder E-Mail, in jedem Newsletter und gleichermaßen aber auch darauf aufmerksam macht, dass man weitere Angebote hat, mit denen man weiterhelfen kann. Ja? Dass man zum Beispiel, wie ich zum Beispiel, dass ich die Marketingzeit habe für Menschen, die sagen, ich komme nicht so richtig ins Umsetzen und ich würde mich gerne mehr vernetzen. Ja, dann komm halt in mein Coworking. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Oder dass jemand sagt, ach, das mit der Online-Marketing-Strategie, ich, ich merke jetzt, die Silke schreibt darüber und ich verstehe das auch alles, aber ich kriege das alleine nicht umgesetzt. Ja, dann komm halt immer alles im Griff-Programm. Ja, aber dann muss ich eben auch erzählen, dass es das gibt im E-Mail-Marketing oder im Newsletter, damit die Menschen davon Kenntnis erlangen können. Und zwar in dem Moment, in dem es für sie relevant wird. Und das heißt auch, dass man eben nicht nur alle sechs Jahre mal davon schreibt, sondern dass man das immer mal wieder erwähnt, damit die Menschen in dem Moment, wo es für sie relevant wird, dieses, dieses Angebot annehmen können. Ist übrigens kleiner Sideinfo auch der Grund, warum ich alles im Griff, das Programm nicht mehr launche. Weil ich einfach gemerkt habe, dass die Menschen einen bestimmten Punkt erreichen, an dem sie sagen, jetzt möchte ich mein Online-Marketing aufräumen, ich möchte mir einen Fahrplan entwickeln, ich möchte wissen, was ich in den nächsten Wochen und Monaten in meinem Marketing zu tun habe. Und das sagen Sie aber nicht gerade in dem Moment, wo ich mein Programm vielleicht launche zweimal im Jahr, sondern vielleicht in den Momenten dazwischen. Und dann möchte ich einfach sagen, wenn ich einen Platz frei habe und du hast jetzt Bock, was für dein Online-Marketing zu tun, dann komm jetzt in mein Programm, weil es gerade für dich der richtige Zeitpunkt ist. Und deswegen launche ich eben nicht mehr. Aber das nur so als kleine Zeitinfo. Dann gibt es natürlich als weiteren wichtigen Online-Marketing-Bereich das Social-Media-Marketing. Und das bietet Selbstständigen und Unternehmen die Möglichkeit, eben auch eine direkte Verbindung zu ihrer Zielgruppe herzustellen und ihre Bekanntheit oder die Brand zu steigern oder zu stärken. Sagen wir es mal so. Und Social Media Marketing kennst du, ist in der Regel Facebook, Instagram, LinkedIn. Du trittst mit deiner Zielgruppe in Kontakt und kannst eben somit potenzielle Kunden ansprechen. Und da ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass du auch hier eine klare Strategie hast und ein Ziel hast. Und das musst du auch vorher festlegen. Denn nur mit einer. Wirklich gut durchdachten Strategie schaffst du es eben, deine Ressourcen effizient einzusetzen und nicht mal hier was zu posten und da was zu posten und so langsam auszubrennen, weil die Leute nicht genug strategischen Input und Content von dir bekommen. Denn auch Social Media Marketing bedeutet Content zu erstellen und auch das sollte natürlich möglichst zielgerichtet passieren. So bis jetzt haben wir also als wichtige ja, Kanäle und Instrumente im Online-Marketing das Suchmaschinenmarketing gehabt. Wir haben über das Content-Marketing gesprochen, über das E-Mail-Marketing und über Social-Media-Marketing. Und natürlich gibt es noch viele, viele weitere. Kanäle und Instrumente des Online-Marketings, die man nutzen kann. Also ob das jetzt das Affiliate-Marketing ist, also bei dem Unternehmen mit Partnern oder Personen mit Partnern zusammenarbeiten, ähm, deren Produkte und Dienstleistungen bewerben und dafür eine Provision erhalten. Oder das Influencer-Marketing, was vor allen Dingen von Instagram bekannt ist. Oder auch das Video-Marketing, wo Videos erstellt und geteilt werden, um eben für Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Das passiert dann meistens auf YouTube oder eben auch die Display-Werbung, also sprich Banner oder Pop-ups oder ähnliches. Und all diese Kanäle und Instrumente im Online-Marketing bieten natürlich Unternehmen und Selbstständigen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Zielgruppe und den Wunschkunden zu erreichen und auch mit ihm zu interagieren natürlich. Und damit das eben oder diese, diese Online-Marketing-Strategie um das eben richtig hinzukriegen, erfordert eben eine Planung und auch das Reinschauen, was funktioniert gut, was können wir verbessern, damit dann schlussendlich die gewünschten Online-Marketing-Ziele erreicht werden können. Ja, jetzt wollte ich ja noch kurz darauf eingehen, was die Unterschiede zum traditionellen Marketing sind und das hast du jetzt vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, die traditionellen Marketingkanäle, das sind ja vor allen Dingen die Printmedien, also Zeitung, Fernsehen, Radio, Direktwerbung und das Online-Marketing hingegen nutzt eben die digitalen Kanäle wie Websites, Social Media, Suchmaschinen oder E-Mail-Marketing. Und dieses Online-Marketing und das ist ja auch eigentlich das Feine und auch die große Chance, die die ich darin sehe oder die darin behaftet ist, ist, dass die Aktivitäten besser ja getrackt werden können oder gemessen werden können und dass auch eine direktere und gezieltere Interaktion mit dem Publikum möglich ist als im traditionellen Marketing. Und äh, ja, das Ergebnis wäre dann wahrscheinlich, dass man sagt, dass traditionelles Marketing eher oldschool ist. Ja, da mag schon was dran sein. So, last but not least wollte ich dir ja noch was dazu erzählen, warum eine Strategie für den Online-Erfolg überhaupt entscheidend ist. Und ein paar Punkte oder so ein paar Andeutungen habe ich ja auch schon im Laufe der Folge gemacht. Aber jetzt möchte ich tatsächlich noch mal einige, ja, fünf Punkte sind es, mit dir ansprechen, ähm, ja, warum diese Online- oder warum diese Strategie so hilfreich dabei ist, Deine Ziele zu erreichen und auch, ja, das Potenzial deiner Marketingaktivitäten auszuschöpfen. Punkt eins ist Zielsetzung und Fokus. Das heißt, eine klare Strategie, wenn du sie einmal hast, und das ist eben zum Beispiel auch die Hauptaufgabe von alles im Griff, dem Online-Programm, eine klare Strategie ermöglicht es dir eben, deine Ziele zu definieren und auch den Fokus auf das zu legen, was dir gerade im Online-Marketing wichtig ist und was dich dabei unterstützt, diese Ziele zu erreichen. Ja, nur so, wenn du weißt, was du vorhast, was deine Ziele sind, kannst du eben die erforderlichen Schritte ausmachen, um eben diese Ziele zu erreichen. Der zweite Punkt ist die Zielgruppenanalyse. Das heißt, die Strategie, wenn du die Strategie erstellen möchtest, dann erfordert das eine gründliche Analyse der Zielgruppe beziehungsweise des Kundenavatars. Deswegen ist das der zweite Punkt in dem Programm bei mir, wo wir uns ganz genau anschauen, wer ist dein Kundenavatar? Das ist so immanent wichtig, weil du nur dann deine Online-Marketing-Aktivitäten auf diesen Kundenavatar ausrichten kannst und ihn bestmöglich ansprechen kannst, wenn du deinen Kundenavatar, deinen Wunschkunden kennst. Und nur wenn du eben ein Verständnis hast für die Bedürfnisse, für die Wünsche, für das Verhalten. Dann kannst du eben maßgeschneiderte Inhalte in Form von Longform-Content oder auch Social-Media-Posts erstellen und deine Botschaften eben effektiver kommunizieren. Es gibt dazu übrigens ein Webinar, was ich gemacht habe im Juli. Und wenn du gerne die Aufzeichnung dazu haben möchtest, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an info der dritte Punkt ist, dass dir eine Strategie einen Wettbewerbsvorteil vers verschafft. Das heißt, wenn du eine Strategie hast, dann ähm, kannst du deinen Unique Selling Point, also diesen USP und deine Stärken richtig ausspielen und kannst dich eben auch von anderen abheben und eine starke, ja, wie soll man das nennen, individuelle Online-Präsenz aufbauen. Und da kannst du dann eben auch auf einem überfüllten Markt erfolgreich sein, weil du eben diese Strategie hast und weil du deinen Wettbewerbsvorteil, deinen USP kennst. Ähm, super wichtiger Punkt auch, der mit Sicherheit oftmals vernachlässigt wird. Der vierte Punkt ist, dass eine Strategie klare Ziele und Messgrößen festlegst, festlegt, an denen du deinen Erfolg messen kannst. Das heißt, weil du eine Strategie hast und weil du auch die regelmäßigen Schritte im Rahmen deiner Strategie überwachst und auswertest, kannst du jederzeit deine Strategie anpassen und optimieren, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ist vielleicht nicht der allererste Punkt auf der Liste wofür man eine Strategie braucht. Aber es ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, dass man sich zum Beispiel einmal im Monat aufschreibt, wie haben sich die Zahlen auf meinem Blog entwickelt, auf meiner Website entwickelt, auf meinem äh, YouTube-Kanal entwickelt oder auf meiner Social-Media-Plattform entwickelt und dass man seine Rückschlüsse daraus zieht und dann eben seine Strategie anpassen und optimieren kann. Die Strategie, ermutigt auch zu kontinuierlicher Weiterentwicklung. Und das ist auch mega, mega wichtig. Denn wenn du diese Strategie regelmäßig überprüfst und auch aktualisierst, wie ich es gerade besprochen habe, also eine Bestandsaufnahme machst, dann bleibst du als selbstständige Frau und Unternehmerin wettbewerbsfähig. Und diese flexible Strategie ermöglicht es dir eben auch, dich weiterzuentwickeln und Chancen zu nutzen und dich auch Herausforderungen anzupassen. Das heißt, diese Strategie ist auch eine Möglichkeit, einen ja, Fixstern zu haben und sich kontinuierlich auf diesen Fixstern hin zu entwickeln. Super, super spannend. Ja, last but not least ähm, möchte ich, und ich weiß, wir haben schon die 30-Minuten-Marke durchschritten, ähm, wie gut, dass ich mich für zwei Episoden entschieden habe, aber last but not least möchte ich noch mal sagen was die vorteile einer gut geplanten strategie im vergleich zu ad hoc maßnahmen sind das ist nämlich was was ich ganz ganz oft sehe dass ähm, selbstständige und unternehmerinnen lange zeit gar nichts machen für ihre sichtbarkeit oder auch im marketing und dann merken sie so ah hier bricht der eine kunde weg hier bricht der andere kunde weg oh jetzt muss ich aber ganz schnell aktiv werden um irgendwie neue kunden zu finden und das ist ein riesiges problem denn Du hast ja nur begrenzte Ressourcen und du kannst dann nicht sagen, dass du auf einmal von 0 auf 100 nur noch Zeit für Marketing aufwendest. Das heißt, du solltest durchgängig Online-Marketing-Aktivitäten nutzen auf deinen Online-Marketing-Kanälen, um auf dich aufmerksam zu machen und ja, um quasi die ganze Zeit im Spiel zu bleiben. Und mit einer strategischen Planung, also mit einer Online-Marketing-Strategie, kannst du eben auch die Kosten minimieren, denn sonst müsstest du dir gegebenenfalls Hilfe holen, um sichtbarer zu werden, auch in Form von Ads zum Beispiel. Und du kannst den ROI, also den Return on Investment, maximierend. Ja, all together zusammengefasst, würde ich sagen, die Strategie ist für den Online-Erfolg deshalb entscheidend, weil sie dir hilft, zum einen klare Ziele zu setzen, weiter deine Zielgruppe besser zu verstehen, außerdem den Wettbewerbsvorteil zu nutzen, deine Ressourcen effektiv einzusetzen, messbare Ergebnisse zu erzielen und dich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und diese strategische Herangehensweise ist dabei der Schlüssel, um eben im heutigen digitalen Zeitalter erfolgreich sein zu können. Und deswegen, weil das so, so wichtig ist, schauen wir uns in zwei Wochen die Schritte zur Entwicklung einer Online-Marketing-Strategie Schritt für Schritt an, von der Zielsetzung über die Zielgruppenanalyse, über die Wettbewerbsanalyse. Alle Punkte schauen wir uns Schritt für Schritt an. Ich erkläre dir, wie du vorgehen kannst, welche Fragen du dir stellen musst. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist und wir uns dann wieder hören. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Nächste Woche gibt es einen Quick Tipp und wir hören uns wieder. Lass es dir gut gehen. Deine Silke Schönweger.